Willkommen zurück bei Lords of the Fallen. Beim letzten Mal haben wir dann doch noch wunderbar beim ersten Mal den Kommandanten erledigt. Und da können wir direkt mal weitergehen. Hier am Ende des Platz des Richters hat sich da hinten dieses Tor freigeschaltet. Vorher war da noch so ein kleines, versiegeltes magisches Tor. Da sind wir einfach nicht vorbeigekommen. Und wenn... Was hat der denn für einen netten Hammer in der Hand? Benutzen, okay. Für den Richter, der sein Volk in seiner Weisheit, seinem Glauben und seinem Hammer beschützt. Was haben wir denn hier noch? Gibt es hier noch mehr Statuen? Da drüben. Für den Richter, der aus den Schatten hervortrat und Adur einen Dolch in den Rücken stieß. Sind das nur die beiden? Nee. Da sind noch zwei große, aber ich glaube, das sind die gleichen. Da kann man bestimmt nichts machen, oder? Was haben wir denn hier? Ah, okay, bloß roter Rauch. Nee, hier geht nichts. Hier können wir wieder verlassen. Wir gehen mal in die kleine Ruine hier rüber. Ich habe mal vorhin ein paar Minuten mit Maus und Tastatur gespielt. Achso, hier geht es gar nicht rein. Und das spielt sich im Vergleich zu Dark Souls mit Maus und Tastatur deutlich angenehmer. Auch sehr gut eigentlich mit Maus und Tastatur. Ich bleibe trotzdem beim Controller. Ist für mich einfach bequemer. Oh, Denkmal erreicht. Geh aus dem Weg! Ich suche einen Mann namens Kaslor. Moment mal. Ich kenne dich. Du solltest im Gefängnis sitzen. Jeder kennt deine Verbrechen. Aha, wir sollten im Gefängnis sitzen? Lang ist es her. Lang ist es her, Hauptmann. Du bist ein Tier und gehörst in einen Käfig. Was hast du hier unter den Tapferen zu schaffen? Kaslor war ein Idiot, dich rauszulassen. Ich bin hier, um meine Arbeit zu tun. Falsch. Meine Männer sind hier, um ihre Arbeit zu tun. Ich kann nur raten, warum du wirklich hier bist. Aber sicher hat es mit Beute zu tun. Irgendwas von Wert gibt es hier sicher für dich zu holen, was? Glaub doch, was du willst. Pass lieber gut auf dich auf, Harkin. Ich suche jemanden in der Zitadelle. Vielleicht hat Kaslo keine andere Wahl gehabt, als sich mit einem wie dir einzulassen. Aber mir reicht ein Blick, um zu erkennen, was du wirklich bist. Bleib schön hier draußen. Er sucht nach dem Ort, von dem aus die Roga in die Abtei eindringen. Geh zum Friedhof. Du hast hier Feinde. Und zwar nicht nur die Roga. Geh jetzt und bleib von mir und meinen Männern fern. Der ist aber nicht gut auf uns zu sprechen, der Hauptmann. Wir könnten ihm ja helfen mit dem Kumpel dort. Mal unter die Arme greifen. Nee, der will keine Hilfe. Der hat, glaube ich, die Schnauze voll von uns. Ach, jetzt macht er das Gitter noch runter. Mist, 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 Mist. Da sind wir also ein Verbrecher, der wohl schlimme Taten begangen hat. Was haben wir denn hier für eine nette Statue? Können wir hier auch was erfahren? Nö, leider nicht. Ah, da kommen schon die ersten Gegner wieder. Ich muss den Signalfeuerturm auf der anderen Seite des Friedhofs erreichen. Das ist Selbstmord, doch. Doch ich habe keine Wahl. Es ist unsere einzige Hoffnung auf Hilfe. Wenn es denn noch jemanden gibt, der helfen kann. So, na dann geht's weiter mit dem Kämpfen. Oh, fuck. Der hat aber einen schnellen Schritt drauf. Oha, erste Handlung im Spiel. Ah, kein One-Hit. Ah, da muss man noch zweimal nachschlagen. Also das Trefferfeedback ist nach wie vor absolut spitze. Haben die Leute von Deck 13 wunderbar hingekriegt. Wir können mal den Zauberhandschuh nehmen. Hätten wir uns sparen können. Ich glaube, dafür müssen wir näher ran. So. Sag mir dir, der hat was fallen lassen. Was kriegen wir? Eine versiegelte Rune klein. Ah, Sprungangriff. Hier ist noch jemand.
Da hinten haben wir schon den nächsten Speicherkristall. Oh, 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 oh. Wie hat er das denn mit uns angestellt? Okay, ja, aber gut. Wollte ich eigentlich gar nicht. Wollte den normal schlagen, aber... Da fällt er direkt um. Geil. Letzter Ausweg, ein Kurzschwert. Na, da sehen wir uns das doch direkt mal an. Mönchstab, schlechter Stahldolch, Beständigkeit, Pfeilspitze, letzter Ausweg, Kurzschwert. Stärkeanforderung 14, ist ein Stärkeschwert. Ich fände es so geil, wenn es hier so eine Katana oder irgendwas geben würde. In der Richtung. Das waren immer meine absoluten Lieblingswaffen bei Dark Souls zum Beispiel oder bei Demon's Souls auch. Eben, wir lassen mal den Speicherkristall aus. Bisschen Heiltränke haben wir noch und wir treiben mal den Multiplikator ein bisschen in die Höhe. Mal schauen, wie weit wir es kriegen. Das ist schon wieder einer der schwereren Gegner. Oh, 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 der haut aber ordentlich rein. Oh, wenn der mich nochmal trifft, ohne Schild oben, dann, oh, da kommt er angerannt, dann hat sich's erledigt. Scheiße. Aha, der Kristall verschließt sich auch, wenn man... Vielleicht sollte ich mal wegrollen. Ah, der hat aber viel Leben. Tja, von denen überhaupt. Wir können es ja mal probieren. Scheiße, ja, da ist nicht viel mit wegrollen. Hm, der meinte ja, wir sollen zum Friedhof. Wir müssen Kaslo noch finden. Ich renne jetzt einfach mal weg vor dem. Ist nicht so meine Art, aber. Da haben wir vielleicht noch gar nichts verloren. Wir müssen wahrscheinlich erstmal durch das große Tor, was wir hier noch beim Kommandanten gefunden haben. Halt, Moment mal. Wir sind von da unten gekommen. Oder? Nee. Ich bin gerade total verwirrt. Was haben wir denn hier? Ach, das ist eines dieser Tore. Wir sind von hier unten gekommen. Und da geht es auch noch weiter. Und wisst ihr was? Wir gehen mal zu dem Kristall, der hier hinten war. Und heilen uns doch mal kurz. Hier könnten wir ja auch noch lang gehen. Oh, fuck. Es gibt schon viele Wege, die wir benutzen könnten. Okay, Kontrollpunkt aktiviert. Wieso haben wir denn eigentlich nur 4 Heiltränke? Wir hatten doch standardmäßig immer 5. Tja, wer weiß. Mal in dieses Dimensionstor, oder was das sein soll. Betreten, ja. Bin ja mal gespannt, wo wir da jetzt landen. Aha, hier haben wir eine Kiste. Das wurde uns ganz am Anfang erklärt. Manchmal gibt es hier auch Gegner. Ist das hier vorne ein Gegner? Scheint so. Ja, wir öffnen erstmal die Kiste, solange uns hier keiner stört. Ach so. Hier gibt es mehrere Kisten. Die da hinten wurde uns gerade erleuchtet. Hier links ist noch eine. Scheiße. Ah ja, der hat schon mal keinen Lebensbalken. Bedeutet das, der... Ah, ich hatte gerade ein paar Frame-Probleme. Ich hoffe, jetzt geht's besser. Oh, oh. Scheiße, Moment. Scheiße, da waren gerade wieder die Frame-Probleme. Ich weiß echt nicht, woher das kommt. Es tut mir leid, wenn es dadurch vielleicht manchmal ein bisschen abgehakt wirkt, weil ich dann kurz schneiden muss. Komm her. So, wo waren wir denn? Oh. Da stehen ja noch mehr Gegner rum.
Da hinten leuchtet auch nochmal was. Von da sind wir gekommen. Hier ist doch bestimmt wieder nichts drin, oder? Die Truhe ist verschlossen, okay. Gibt es vielleicht noch einen Schlüssel oder irgendwas von den Gegnern oder hier hinten? Ah, sorry für den kurzen Cut. Weiter geht's. Oh, da kommt gerade einer. So, da musste ich wieder cutten. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich habe jetzt mal die Framerate bei 30 gelockt bei der Aufnahme. Ist jetzt nicht so schlimm bei dem Spiel. Ich hoffe, es geht jetzt ein bisschen besser. Oh! Aha, hab ich doch gesehen vorhin, dass mich der andere angeschossen hat. Scheiße. Ach Mist, noch einer. Oh fuck. Ja, geil. Okay, was hatten wir da noch? Da war noch irgendein Schütze. Bogen, Armbrust oder ähnliches. Ja, ich nehme lieber mal einen Trank. Haben wir noch drei. Wir bräuchten echt mal ein Schild, was 100% Schaden absorbiert. Okay. Der hat direkt was fallen lassen. Riss, Faustwaffe. Ah, Mist, Ausdauer alle. Ach, ich sag mal Ausdauer, ich meine die Energie. Wo hampelt denn hier noch einen? Da hampelt noch so ein Armbrustschütz rum. Gibt's doch nicht. Oh nee. Sorry, gab's wieder Probleme. Mann, ey, ich frag mich, was das ist und woher das kommt. Ich hab keine Erklärung dafür. In einem anderen Let's Play habe ich das auch schon. So. Öffne dich, Truhe. Nimm's mit. Kama, ist wieder ein Kampfstab. Den können wir uns auch mal anschauen. Halt. Glaubensanforderung. Okay, der ist gar nichts für uns. Finde Kaslo. Echt jetzt? Der ist jetzt echt gestorben, weil wir uns zu lange Zeit gelassen haben? Ich dachte, das wäre bloß so ein... Naja, so ein Treibmittel, damit wir den schnell finden, dass die da hinschreiben, finde Kaslo, bevor er stirbt. Okay, die machen ja tatsächlich ernst in dem Spiel, ne? Selbst die Auswahlmöglichkeiten, die wir bisher getroffen haben, wo es dann den Leuten anschließend halt nicht mehr so gut ging. Bei dem Typen, dem wir dann geholfen haben, indem wir ihm, naja, den halben Arm abgetrennt haben. Oh, da ist der Kastler jetzt wirklich gestorben. Tja, ich habe ja nicht mal eine Ahnung, wo hier der Friedhof ist, wo wir den hätten finden sollen, von daher. Kastler war jetzt auch nicht der hilfreichste bisher. Scheiße. Scheiße. Boah. Die hauen aber gut rein. Na komm, mach was. Blutiger Feuerstein, Questgegenstand. Ja, gut erwischt. Bollwerk. Ach so, das haben wir glaube ich schon mal gefunden, das Drachenschild. Oder? Ah ne, das war das Kommandantenschild. Es wiegt halt sehr, sehr viel. Bräuchten 14 Stärke dafür.
hat dafür halt 100% Blockwiderstand. Also Schadensminderung. Oh, Mist. Ach. Dies ist meine vierte Nachtwache. Die ersten drei waren ruhig, bis auf die Gerüchte, die sich unter uns verbreiten. Gerüchte über die Roga. Sie sind nirgendwo zu sehen, doch da ist ein Leuchten am Horizont. Die Dörfer brennen und das Feuer könnte näher kommen. Ich glaube nicht, dass es noch viel länger ruhig sein wird. Ich gehe nochmal hier rein. Ach Mist, jetzt sind die Gegner wieder hier. Nee, okay. Lassen wir. Das ist jetzt also die einzige Quest, die wir haben. Da steht da, erkunden, überleben, plündern. Na, da hinten, da lassen die uns noch echt nicht durch, oder? Keine Chance, nee. Gehen mal runter. Nutzen nochmal den einen Speicherkristall da hinten hinter dem Tor. Und gehen dann anschließend mal durch die große Tür. Blub. Können wir uns denn... 5000 Erfahrung haben wir. Die gebe ich mal als Attributpunkte aus. Oh, immer weiter. Ja. Auf jeden Fall würde ich echt mal Vitalität weitermachen. Wir stecken ordentlich Schaden ein, wenn die uns treffen. Glück. Ich weiß nicht. Glück würde ich ganz zum Schluss mal machen. Ich denke, das ist im ersten Durchlauf noch nicht so wichtig. Energie ist halt auch nicht schlecht, wenn wir da mehr haben. Ich denke mal, Stärke brauchen wir später auch noch ein bisschen. Ich mache nochmal einen auf Vitalität, da haben wir da 15. Ich denke mal, damit kommen wir ein bisschen besser zurecht. Na gut, gehen wir mal weiter. Platz der Richter sind wir wieder mal. Und da schauen wir doch mal durch dieses große Tor. Okay, dann gehen wir oben weiter. Das Tor interessiert mich jetzt doch nicht mehr. Da lassen sie uns einfach nicht durch. Es ging ja noch woanders weiter. Also ganz sinnlos umhertollen tun wir noch nicht. So. Ich glaube allgemein... ein bisschen mehr rollen. Nein. Ja. Wir können uns hier auch ganz super an die Rand schleichen. Stand da hinten vorhin auch ein zweiter Armbrustschützer? Ja, ich glaube schon. Ach, da ist ja noch ein Schuss los geworden. Schade. Oh, der war gut. Gerät außer Kontrolle. Die Dorfbewohner sammeln sich vor dem Kloster und verlangen Zuflucht. Wir können keine weiteren hereinlassen. Sonst verhungern wir. Antanas hat uns befohlen, das Tor zu schließen. Ich verstehe seine Beweggründe, aber das sind Menschen. Er sollte sie retten. Okay, die Tür ist verschlossen.
äußeren Mauern befinden wir uns. Dann dürfte es ja wahrscheinlich, gehe ich jetzt einfach mal von aus, hier irgendwo zum Friedhof gehen. Vielleicht finden wir den toten Kaslo dort irgendwo. Aber ich finde das eigentlich, ist halt schade, dass wir den Kaslo nicht weiter gefunden haben. Wahrscheinlich ist das dann immer wieder so, dass wir den, also ich weiß es nicht, aber ich würde jetzt einfach mal von meinem jetzigen Kenntnisstand von ausgehen, dass wir den vielleicht durch Spiel immer wieder irgendwie schleifen und treffen und finden müssen. Vielleicht ist Kaslo ein bisschen trottelig und der geht immer mal wieder verloren. Das ist halt so eine, ja, wie so eine Hauptquest ist, die sich da so ein bisschen durchs Spiel zieht. Aber die haben wir nun leider echt nicht geschafft. Aber was ich eigentlich sagen wollte, was ich gut finde, dass sie so eine Entscheidung mit eingebaut haben, dass wenn man es halt nicht schafft, ihn zu finden in der vorgegebenen Zeit, ist der tot. Scheiße, da war ich jetzt ein bisschen zu langsam, da hatte ich noch gequatscht. Komm her. Ja. 88 EP. Wo haben wir denn vorhin eigentlich die 5000 Erfahrungspunkte herbekommen? Das war schon eine ganze Menge. So, den schnappen wir uns wieder von hinten. Schleichen wir uns ran. So, dann gibt er gleich noch ein paar hinterher. Ja, da ist er tot. Cool. Hier geht's beim nächsten Mal weiter. Oh, schön mit der Sonne, die jetzt hier noch um die Ecke kommt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.